Bist du eine Badehame? Nein. Dann verpiss dich. Weißt du, an was mich das gerade erinnert hat? Nein. Ich mach einfach zu hier. Am Blair Witch Project. Das weinen die weinenden Kinder, die einfach nur schnurstracks in die Ecke laufen. Wenn die Hexe kommt. Oder so irgendwie war das doch. Ich kenne die Geschichte gar nicht mehr. Das ist viel zu lange ich her. Auch nicht. Jetzt sind mittlerweile. Ja. Bei der 196. Folge schon angelangt. Echt? Ja, wir haben schon 4 ganze aufgenommen und jetzt eine halbe. Boah, fast, also fast wie schnell das geht. Gil, ich habe auch gerade das erste Mal auf die Zeit geguckt, ey, und muss ich aufpassen, dass mir das nicht wieder passiert. Sonst haben wir doch schon über die 200 aufgenommen. Da ist Halloween vorbei, bis wir hier fertig sind. Yep. Ja, sollten wir ein bisschen drauf achten, ja. Weil ich dachte auch, es ist gerade wirklich so schnell vergangen, ey. Beim Let's Play denke ich mal manchmal, wenn ich alleine bin, denke ich einfach manchmal, könnte es mal ein bisschen schneller vorbeigehen, ich würde jetzt gerne die Folge beenden. Ach. Wo bist du denn? Manchmal ich fühle mich so hier verloren. Oh, ey, dauert das so lange, bis die Steine hier geschmolzen sind. Ich komme jetzt, ich hole meine Steine nur noch aus dem Ofen und dann, Ja. Bei mir ist so, wenn es nicht das ist, was ich mache, also es ist ja deine Welt, da bin ich voll übervorsichtig irgendwie. Ja, wenn es bei meiner Welt ist, dann... Bevor du hier mit einer Atombombe reingeritten kommst und... Ja, okay, übertreib's nicht, aber okay. Nee. Das da oben ist ja unser Projekt, ist ja scheißegal, also das... Stört jetzt ja unten. Der über jede Kleinigkeit also, so. Scheißegal. Das sieht scheiße aus und das und das. Nein, Spaß. Scheißegal, es ist nicht, soll ja trotzdem toll werden. Ja, ja. Jetzt kommt er rein, so, oh, was ist das denn für ein Dreck? Geh, komm nicht rein. Er macht sich die Tür zu. Nicht Spaß. Ja, was hast du denn hier für ein Loch gemacht? Ja, wirklich. Was ist das für ein Dreck? Hat die Schnauze. Das ist voll kacke hier, weil wir jetzt das hier gemacht haben mit diesem, wie ist das? Ich finde das gar nicht mal so verkehrt hier. Das Ding hier, das hat irgendwie das voll schief gemacht. Da musste ja, ich da, okay, das stimmt, ja. Ja, da musste ich das halt hier nochmal zumachen. Außer der Boden wird nochmal da geändert, weil den sieht man ja sowieso da nicht. Ja, so das... Ja, hier sogar 2 Blitze frei für das Ding, ja. Ja, saufen wir halt alle viel. Genau, no, dann kann man hier, kann man... Ich finde das halt hier an der Seite ein bisschen zu breit. Aber da ist halt diese Zacken. Ich hab, ja. Auf der anderen Seite halt, da ist es doof. Da müssten wir das wirklich gerade machen hier, dieses. Und was ist, wenn du innen drin den einen hier weglässt? Das habe ich mir auch schon. Warte, was waren hier nochmal hier drüben? Naja, so geht's. Sieht ja auch nicht. Ich hab hier immer so das Problem gehabt. Ja, so denke ich, so sieht's auch jetzt, so wirkt es auch direkt gar nicht mehr so breit, ne? Ja, genau. Ja, weil man diesen einen. Das ist doch cool. Hier so überall Scheiße machen. Cool. Dir jetzt mal dein Holz. Ja. Oh, oh. Das sind noch die Stämme, ne? Die kannst du dann. Mhm. Oh, ich will einen Endsteinziegel, ey, der ist so geil. Stell das Endstein! Du hast ganz schön viel gesammelt. Ja, das geht recht schnell irgendwie. Ich habe ein bisschen übertrieben, habe ich auch gemerkt ja, eben. Ja, sehr übertrieben. Achso, ich brauche ja Stufen, brauche ich ja jetzt. Ja, oder mache ich es ohne. Passt. Ach so. Man könnte meinen, ich wäre Minecraft-Anfänger manchmal, versuche Stufen zu bauen und bin gar nicht an der Crafting-Box. Das reicht ja auch nie im Leben, ja. Ach man, ey, immer dieses Verdrücken, wenn man irgendwo anders was hin positioniert, wo man sich hinhaben will. Scheiße, die. Oh ja, ja. Regt voll auf.
Oh ja, ey, das passt. Oh, die Farbe hier, die sieht, die gibt nochmal den nötigen Kon. Ist nicht zu krass, das ist echt das ist der Mittelwert. Perfekt. Das ist der Mittelwert, ja. Ja. Dachte ich mir auch. Wenn wir hier hinter der Theke, dass die alte Bardame mit dem Hingebein. Ah, nee, Schwatsch. Ja, war ja die mit der triefenden Nase. Nochmal reinrotzen. Und dem Gruntilda-Auge. Die Klatschauge von Gruntilda. Das Pencho und Katsui. Oh Gott. Dass sie noch ein bisschen was sieht mit ihrem Glatschauge, machen wir da hinten dran ein Gitter und da können wir ja vielleicht auch nochmal um das Gitter Kontur oder was von außen machen. Ja, sieht schon cool aus. Fällt auch nicht so mega auf, sondern ist schon der Mittelwert, ist cool. Ja. Und gehst du schnell? Hallo! Ach so, ich bin dir gerade gefolgt. Nee, ich geh aufs Dach. Steck dir aufs Dach. Peace. Hier. Du sonst manchmal alles kaputt. Kann ich den Holz geben. Bist du die Badame? Nein. Dann verpiss dich. Wie, das, weißt du, an was mich das gerade erinnert hat? Nein. Mach einfach zu, ja. Am Blair Ridge Project. Das weinen, die weinenden Kinder, die einfach nur schnurstracks in die Ecke laufen. Wenn die Hexe kommt. Oder so irgendwie war das doch. Ich kenne die Geschichte gar nicht mehr. Das ist viel zu lange ich her. Auch nicht. Weil es war ja so irgendwie, die Kinder sind verschwunden und später in diesem Raum. Das Kamerateam ist ja einfach in die Ecke gelaufen. Da war der Film, glaube ich, rum. Ich habe es immer noch nicht so ganz gerafft, was das sollte. Ja. 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 Wie mache ich denn jetzt das Dach hier? Sag mir einmal. Theoretisch und auch praktisch geht das nicht. ja. Oh, ey, jetzt stehe ich auch hier echt auf dem Schlauch gerade. Ist nichts Neues. Aber du bestimmt auch dort unten drin. Ja, ich gucke gerade, was ich machen könnte. Das macht mich ein bisschen glücklicher. Ich weiß ja gar nicht mehr, was man hier als Scheiß machen kann, ey. Ja, das ist kein Scheiß. So ein Schild draußen wäre auch cool. Die Dreckstaverne. Ja, wir denken uns auf jeden Fall einen Namen aus, weil wir können ja wirklich ein Schild mit Namen drauf. Ich weiß, ich bin ja gerade da im Menü. Stimmt. Ist mir gerade eingefallen. Kann bloß nichts herstellen. Oder wir schreiben es mit Neon-Reklame wie bei den Hollywood Hills hier hin, ey. Dann wäre es nicht mehr altmodig. Dann wäre es nicht mehr originell. Ja. Kann ja jeder. Genau. Neon-Reklame. Pah. Billig. Stehen da drüber. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Guck mir hier gerade. Das ist schlecht. Ja. Ja, du bist ja so Minecraft-Suchti. Du hast Erfahrungen. Zockt das gar nicht mehr so viel. Trotzdem hast du schon viel gebaut. Ja, das stimmt, aber das ist auch schon lange her. Ich müsste mir auch mal irgendwie einen neuen Baustil aneignen. Ich habe so viele schöne Häuser und alles gesehen mittlerweile, wenn ich bei anderen gucke. Es gibt so viel. Da habe ich eigentlich habe ich eigentlich gar nicht wirklich, wenn man das so sieht, kann man gar nicht sagen, dass ich auf Details geachtet habe, denn das ist echt krass, was es da gibt. Ich habe auch gerade so eine Serie geguckt, die baut so moderne Sachen, so Villen mit Pool und richtig alles so modern. Das ist auch cool, ey. Und dann halt auf dem PC mit Shader und dann sieht das Wasser ja ganz anders aus, wenn das Licht da rein leuchtet und so. Aber das ist so mega, das ist so geil. Dafür allein lohnt sich eigentlich die PC-Version, ne, für das. So, wegen den ganzen Shadern und Mods und alles, kannst du das Spielerlebnis nochmal schon verbessern. Oder erweitern, so gesehen. Ja, yep, stimmt.
sperre dich nachher in den Dachstuhl. Der Bude hier. Darf ich das? Ja. Ja! Besser als in den Keller. Bin mal gespannt, was du da unten so machst. Bis jetzt noch gar nichts. Ich weiß, ja. Das ist gut. Ich weiß. Aber ich weiß auch selber nicht so, was ich so gerade hier noch, wie ich das hier mache. Sehr produktiv halt. Ich bin jetzt auch in so einen Scheiterhaufen angelangt. Ich weiß jetzt auch gerade, ich bin so ein bisschen auch am Überlegen, wie ich das jetzt hier machen soll. Ich habe mal ein bisschen anderes Dach ausgedacht, als ich das normal machen würde, und das ist jetzt auch so das Problem an der Sache. Ja, glaube ich sehr. The fuck. Ja, so in etwa. Ich mache hier gerade so einen Zaun hier umrum. Ich will gucken, wie das aussieht, aber... Ja, mit Farmen ist bei mir immer so eine Sache. Ja, ich würde alles rot machen, aber... Ja. Ich muss mich ja hier anpassen, ne? Nicht Spaß. Sowas aber auch. Das ist eine Scheiße hier. Scheiß Anpassung, ey. Und das Dunkle würde besser passen. Okay. Arrow. Oh, jetzt habe ich keine Zäune mehr. Pah. Das ist schlecht. Oh, Zäune kosten ja, die sind auch immer sehr schön materialaufwendig. Ja, das sehe ich. Scheiße. Eieiei. Muss jetzt auch ein bisschen aufpassen. Ich bin auch gerade wirklich hier am Überlegen und planen und alles und machen. Keine Ahnung. Entschuldigung. Ja. Deswegen entschuldigt, wenn wir jetzt gerade nicht mal ab und zu mal nicht so viel reden. Ich glaube. Ja, konzentriert hier. Ja, die Elisa versucht gerade genauso sehr nachzudenken wie ich. Können wir anscheinend beide nicht, aber ist okay. Ja, das stimmt. Hey, was soll das heißen? Frechheit. Upsa. Ah doch, das glaubt das einmal auf jeden Fall gelöst. Aber das geht ja noch weiter, das ist ja die andere Geschichte an der Sache. Die andere Geschichte an der Geschichte ist, dass es eine Geschichte gibt. Ja, genau. Wird das jetzt so? Ich glaube ich. Ah, es klappt hier mit diesem scheiß Zaun nicht in dieser Kante. Verbindet sich mit der Wand, das geht mir vor dem Sack raus. Oh, scheiße, ey. Ja, das ist irgendwie komisch gemacht. Oh. Ich bin gerade runtergefallen nochmal vom Dach. Ja, das ist auch schön. Das macht immer Spaß. Dann wieder hochkommen. Jo, irgendwo habe ich noch so einen scheiß Erdblock. Nur wo? Hier. Wie lange wollten wir aufnehmen? 1,5 Stunden, ne? Das waren... Ja, genau, gut. Genau, also noch 10 Minuten. Hast noch 10 Minuten Zeit, das alles hier fertig zu machen. Oh Gott. Gib Gummi! Nein! Natürlich fehlt mir Material, na super. Wie immer. Das kenne ich doch nur zu gut. Aber ich kann nicht mal irgendwas herstellen. Oh.
Was Fuck brauchst off. Du denn? Dieses Stein, was wir hier vorne gemacht haben. Diese Ziegel oder normaler Stein? Normaler. Scheiße. Klau mir einfach hier draußen was. Ja, stimmt. Ah, nee, das geht nicht. Was? Weil wenn du den abbaust, wird er zu Pflasterstein. Oh, okay. Ja, dann keine Ahnung. Und Stein habe ich momentan nicht viel. Also da habe ich eben gerade geschmolzen. Das werde ich dann auch gleich wieder machen. Ja, weil wir müssen das Loch irgendwie anders machen. Das klappt sonst mit dem Kackzaun hier nicht. Okay, okay. Nur wegen der einen Ecke. Okay. Vielleicht mach ich das eine noch dunkel, hell, damit du siehst, vielleicht was besser passen könnte. Kannst du auch mal. Das Einzige, was ich vollbracht habe. Oh Gott. Das hört sich doch schon nach sehr, was an. Nach sehr wenig an, aber egal. Ja, aber bei mir ist hier auch gerade ein bisschen stockend. Aber ich glaube, so muss ich es machen, wie ich es jetzt gerade mache. Ist ein bisschen kompliziert auch mit diesem Dach hier. Gerade weil wir dieses Muster gemacht haben. Jupp. Da haben wir uns ein bisschen. Ja. Ein bisschen überhaupt. Will ich nicht. Ich bin im Dach drin. Also. Im Dach drinne. Ja. So in etwa. Wie darf man sich das vorstellen? Besser gar nicht. Ja. Glaub auch. Vorstellung kann schon was Schlimmes sein. Jupp, das ist wirklich so. Furchtbar. Ich will jetzt einfach nur noch diese Reihe schnell abschließen, soweit, dann komme ich mal wieder runter zu dir. Weil nämlich, bevor ich. Wenn ich das jetzt nicht mache. Da weiß ich nicht mehr, das nächste Mal. Ich weiß ja jetzt schon eigentlich nicht mehr. Eieieiei. Doch, so ist es. So war es? Okay. Ich muss hier überall auch noch wechseln. Ah. Oh, das hier darf nicht bleiben, so. Ich habe keine Steinziegel mehr. Ich habe gar